Russische Küche. Französische Küche. Hallo und herzlich willkommen zu Yum Tam Tam. Heute machen wir für euch mal ein feines geschnetzeltes und zwar Bœuf Stroganoff. Ein russisches Gericht, französisch umgesetzt. Wir machen es heute mit ganz feinem Fleisch und zwar Rinderfilet. Und dazu gibt's Tagliatelle. Also ist ja auch italienisch noch dabei. Naja, die Bandnudeln, die passen zu allem. So, hier ist Wasser, dann ein bisschen Salz. Weißt du, was noch prinzipiell hier ist? Also wenn man ein Stück jetzt das Video runterscrollt, dann ist da ein Abo-Button und eine Glocke. Die könntet ihr jetzt aktivieren und kein Video mehr verpassen. Das wäre krass, oder? Das wäre geil. Pass auf. Worauf soll ich aufpassen, Ophedi? Wie ich das feine Rinderfilet jetzt fein in Stücke schneide. Und zwar so ein bisschen wie bei Geschnetzeltem. Bei uns gab es das früher echt oft Geschnetzeltes zu Hause, muss ich sagen. Bei uns nicht. Bei uns gab es höchstens Gulasch. Okay, okay. Gelegentlich. Ich würfel übrigens die Zwiebel fein. Habt ihr denn mal Bock, dass wir für euch Gulasch kochen? So richtig lecker, mit ganz viel Zwiebeln? Dann schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn wir Traubenlesen waren, dann gab es immer Gulasch für die ganzen Helfer. Im großen Pott. Meine Mutter hat mal der Nachbarin als Geschenk einen Riesentopf Gulasch im Schnellkochtopf an die Tür gehängt und der wurde dann geklaut. Nee! Wisst ihr, was ich an diesem Gericht am besten finde? In der Zeit, wo Nudeln gekocht sind, ist der Rest auch fertig. Super fix. Als wäre es geplant. In Bœuf Stroganoff kommen wahlweise auch noch Pilze. Für den schön weidigen Geschmack. Müsst ihr mal gucken, ob ihr die so ein bisschen abreibt, weil die erdig sind, aber diese hier sind schön sauber und geputzt. Ich mache nur unten das Trockene ab und gebe sie Felix zum Schneiden. Und ich mache Scheiben draus. Und Feli macht auch Scheiben draus. So, wir brauchen schon mal eine Pfanne. Und ich. Außerdem gibt es noch was zum Schnibbeln. Was denn? Die Gewürzgurken. Stimmt, aber die kommen ja später dazu. Jetzt muss die Pfanne erstmal richtig, richtig heiß werden. So wie wir. Mm. So, ich mache hier mal die feinen Cornichons auf. Oh, ich liebe Cornichons. Ja, ist falsch, aber es klingt schöner. Cornichons, wir sind doch hier in Frankreich. Dann würde man das nicht so sagen. Cornichons. Nein, so, jetzt haben wir es. Kann ich mal eine probieren? Ja. Bitte. Mm. Alle sind gierig nach Cornichons. Eigentlich müssen wir gar nicht kochen, sondern nur ein Glas Gurken aufmachen. Dann schneide ich die mal einen Streifen runter. Das Fett muss richtig heiß sein, weil das Rinderfilet natürlich nicht komplett durchgebraten sein soll. Weil es zieht ja nachher noch in der Soße. Und ihr braucht viel Platz in der Pfanne. Zur Not macht ihr es in zwei Portionen. Weil das Fleisch soll nicht köcheln, sondern wirklich schön braten. Felix, haben wir nicht auch schon mal was Russisches gemacht? Ja, Pelmeni, das findet ihr oben. Und wir haben auch schon jede Menge Französisches gemacht. Auch das findet ihr jetzt oben auf dem i. Und auch nicht wie wild in der Pfanne rumrühren, sondern lasst es liegen, soll ein bisschen schön anbraten. Oh, das Wasser kocht. Oh yeah. Das langt. Man könnte natürlich auch Salzkartoffeln dazu machen, das gibt es bei meiner Oma. Genau. So, das ist jetzt wirklich nicht ganz durchgebraten, aber es kommt ja nachher nochmal in die Soße. Die Stückchen auch, ne? Oh, ah. Also na gut, dann darfst du mal die Kochfront. Ja, ich rühre mal gerade die Nudeln um, damit das jetzt hier nicht weiter überkocht. Du bist ja eigentlich jeden Sommer in Frankreich, ne? Hast du das schon mal bei Stroganoff gesehen oder gegessen? Nee, weil ich ja meistens an der bretonischen Küste bin. Ah. Da sinkt natürlich das Meer. Isst man da bretonischen Hummer? Kommt vor, ja. Mmh. Okay, Fleisch kurz hier rein. Da kommt jetzt Pfeffer und Salz dazu. Wir braten weiter. Und zwar jetzt mit guter Butter. Oh, schwupp. Gut, Pilze rein. Okay, bitteschön. Ja, danke. Und ganz zum Schluss für die Deko. Petersilie. Und zwar die glatte Version. So, Zwiebelchen dazu. Eiszwiebelchen.
Und das lassen wir jetzt auch schön schwitzen. Hast du die Nudeln im Blick? Klar. Wie weich die schon sind? Aber ich probiere auch gerne. 2 Minuten, 3 Minuten. Aber ich positioniere schon mal Siebchen. Wir sind heute so gut vorbereitet. Ne? Ja. Aber es liegt auch daran, dass das Rezept so fix geht. Stimmt. Findet ihr es eigentlich cooler, wenn unsere Videos immer länger sind oder kürzer? Was findet ihr knackiger? Die Kommentare sind der Bereich eurer Wahl. Wir stäuben das Ganze mit ein bisschen Mehl ab, damit die Soße auch schön cremig wird. Schon mal Salz und Pfeffer, das kann ja nie schaden. Schreibt noch ein bisschen Flüssigkeit heraus. Wo ist denn eigentlich der Pfeffer hin? Hier. Oh, den hab ich nicht gesehen. Meine Mutter pflegte zu sagen, Felix, kann man auch mit Feli machen, Feli, mach die Glotzbe bitte auf. Die Welt ist dreidimensional. Nun, ein bisschen Rinderfond. So. Und dann wird es noch extra cremig und zwar schöne russisch, saure Sahne. Und ein bisschen französisch, Crème fraîche. Eigentlich kommt da noch ein Schuss Zitrone rein. Ich guck mal, ob wir einen im Kühlschrank haben. Kommt da ein Schuss Zitrone rein? Ja. Zufällig haben wir eine da. 20 Sekunden, dann sind die Nudeln gut. Und, schätze mal, wie lange unser Essen noch braucht? 20 Sekunden. Yes. Noch ein bisschen Salz. Und dann? Noch ein bisschen Pfeffer. Und dann kommt doch unser Fleisch hinein. Oh, und die Gürkchen, die Gürkchen. Die Gürkchen, rein mit der Gürkchen und ich komme hier mit dem Filet. Boah, das sieht so gut aus, das Filet, ne? Habt ihr das ganz genau gesehen? Habt ihr es ganz genau gesehen? Mach es rein. Und das Ganze soll jetzt auch nicht mehr kochen, weil das Fleisch soll ja so schön rosa gebraten bleiben. So, dann gebe ich dir mal einen schönen Blob von den Bandnudeln. Das war noch ein bisschen mehr, wa? Okay. So. Und zum Schluss noch ein kleines bisschen Peter Fifi. Und dann können wir kosten. Okay, ich will auf jeden Fall was von der Peter Fifi. Wo ist denn der Pilz? Komm her. Das erinnert mich voll an Kindheit, das Gericht. Jetzt schon. Jetzt schon? Hast du das immer gegessen? Verdammt, ich habe die Hälfte meines Belags verloren. Guten. Die Gürkchen, sie kommen sehr gut. Ich finde auch total schön mit der feinen Säure und dieses super zarte Fleisch. Und es hat gerade mal 15 Minuten gedauert. Also ideal zum daheim nachmachen. Also macht das gerne daheim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Beim nächsten Mal gibt es dann übrigens eine Blackbox-Challenge mit den Buchstaben. Das sind wir. Ich will uns aber nicht selber kochen. Ich habe richtig Bock zu braten. Bis dahin. Tschüss.